Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute wollen wir uns mal einer spannenden Frage widmen, die vielleicht auf den ersten Moment etwas komisch klingt. Denn kann eigentlich die IVR ansteigen, obwohl die Volatilität gleich bleibt? Die Lösung jetzt im Video. IVR, der Implied Volatility Rank, das ist ja unsere Messgröße, um Volatilitäten in unterschiedlichen Underlyings vergleichbar zu machen. Ganz kurz nochmal erklärt, was ist diese IVR? Ihr wisst, wenn man eine implizite Volatilität hat, also quasi der Aufpreis auf den theoretisch fairen Wert einer Option, dann haben wir ja diese implizite Volatilität, die schwankt ja. Ne? Also die ist mal hoch, dann mal niedrig, dann geht sie vielleicht mal wieder ganz hoch, dann geht sie wieder runter und irgendwo hat sie eben jetzt einen aktuellen Wert. Und dieser Implied Volatility Rank, IVR, der macht ja nichts anderes, als er sagt, über eine bestimmte Betrachtungszeit, beispielsweise 12 Monate, nehme ich den Hochpunkt, ich nehme den Tiefpunkt und setze das Ganze ins Verhältnis zur aktuellen impliziten Volatilität. Also das heißt, wäre die Volatilität jetzt hier unten bei 0 und wäre sie hier oben bei 100%, na, und so ist sie eben jetzt hier irgendwo, wenn man das so mal skizziert, irgendwie, was weiß ich, bei 30%. Und das ist eben eine relativ niedrige implizite Volatilität in Bezug auf die letzten 12 Monate. Und wenn sie eben steigen würde, dann hat man eben einen höheren IVR, eine höhere IVR-Nummer und damit auch eine bessere Volatilität, um Optionen zu verkaufen. Nun ist es allerdings oftmals so, mir ist das schon aufgefallen, dass sehr viele, die diese IVR nutzen, hier zwar auf diese Zahl schauen, aber sich oftmals gar nicht fragen, wie ist denn diese Zahl entstanden? Und vielleicht auch nicht hinterfragen, was steckt denn dahinter? Und an einem sehr konkreten Beispiel können wir das jetzt mal erklären, nämlich ich blende euch hier mal einen Chart ein und das ist die implizite Volatilität des britischen Pfunds. Genauer gesagt der Future-Optionen auf das britische Pfund. Und britisches Pfund, da klingelt doch was. Jawohl, da gab es doch diese Geschichte mit dem Brexit. Ne? Also das heißt, wir hatten im letzten Jahr, im Vorfeld dieser Brexit-Entscheidung, ist ja die Volatilität auf diese Future-Optionen aufs Pfund sehr stark angestiegen, weil man natürlich sich absichern wollte. Ne? Volatilität steigt immer dann ab, wenn sich Marktteilnehmer absichern wollen. Und jetzt kam es zu einem enormen Spike in der Volatilität. Und was ist dann passiert? Wir können uns das hier an dieser kleinen Skizze mal veranschaulichen. Stellen wir uns mal vor, das wäre jetzt das britische Pfund. Und jetzt steigt also hier diese implizite Volatilität sehr, sehr stark an, markiert einen Hochpunkt. Und wenn im Nachgang, so wie es ja auch hier passiert ist, die Volatilität fällt, dann hat die natürlich immer einen relativ niedrigen IVR-Wert, ganz klar, weil ja hier oben dieser hohe Spike-Wert so besonders ist. So, jetzt lautete ja die Frage oder die Aufgabe am Anfang, kann denn die IVR steigen, obwohl die Volatilität sinkt? Und da würde man auf den ersten Moment sagen, nein, kann sie nicht, weil fallende Volatilität kann doch keine höhere IVR mit sich bringen. Aber das kann es sehr wohl. Und zwar hier ganz konkret mal am britischen Pfund. Wir blenden nochmal den Chart hier ein, dass ihr euch das nochmal anschaut. Und zwar, ihr seht, wann kam es denn zu diesem Vola-Spike? Und das Ganze ist jetzt ungefähr ein knappes Jahr her. Ne? Also ein bisschen weniger als ein Jahr. Das heißt, wir sind, wenn wir diesen 12-Monats-Zeitraum nehmen, jetzt irgendwann vielleicht hier. So, das sind jetzt 12 Monate. Und jetzt passiert Folgendes. Je mehr Zeit jetzt vergeht, umso mehr wandert ja hier diese 12-Monats-Linie nach hinten. Oder besser gesagt nach vorn, nicht nach hinten, sondern nach vorn. Und beispielsweise in 2 Monaten werden wir jetzt hier sein. So, und was ändert sich jetzt? Jetzt ist plötzlich dieser Hochpunkt, den wir hatten, der ist jetzt verschwunden. Er fällt aus der Berechnung heraus. Und jetzt ist beispielsweise das hier der Hochpunkt. Und selbst wenn also jetzt die Volatilität hier ein ganz klein wenig gefallen ist oder wenn sie eben gleich geblieben ist, wird dieser Wert hier, diese 30% IVR, ansteigen. Und zwar warum? Ganz einfach, weil eben jetzt diese Berechnungsgrundlage, also wenn wir sagen, das war jetzt hier das Tief, das würde angenommen hier irgendwo
das Tief ist ja dann auch hier weg, das ist vielleicht jetzt hier und hier haben wir das Hoch und jetzt ist die Vola hier so geblieben und plötzlich haben wir hier einen viel, viel engeren Korridor und da ist dann der IVR-Wert plötzlich sehr viel höher. Das heißt, wir können jetzt durchaus sehen, dass die IVR in den nächsten Wochen im britischen Pfund anzieht. Und warum ist es jetzt so wichtig, dass wir uns da Gedanken darüber machen? Naja, jetzt könnte ja der ein oder andere, der das regelmäßig beobachtet, sagen, oh, hier steigt die IVR im britischen Pfund doch irgendwie an. Im Pfund tut sie vielleicht gar nichts. Ne? Die Preise sind vielleicht relativ moderat, bewegt sich so ein bisschen hin und her. Und jetzt fragt sich der eine oder andere, warum steigt denn jetzt die IVR? Und gibt es da plötzlich, kommt da irgendeine Überraschung an den Finanzmärkten? Ist da irgendwas, was die professionellen Händler machen, dass diese IVR ansteigt? Und die Antwort ist nein, ist es eben nicht, sondern ist eine rein mathematische Grundlage, weil sich einfach der Berechnungszeitraum verschiebt und weil der Spike damit aus der Berechnung herausfällt. Und ich wollte dieses Video heute unbedingt machen, um euch einfach auch zu motivieren, hinter das Ganze zu schauen. Ne? Beim Handel, egal ob es jetzt Optionen sind oder ob es irgendetwas anderes ist, viele schauen immer auf das Offensichtliche. IVR hat einen bestimmten Wert, aha, also deswegen ist jetzt wohl er hoch oder niedrig. Und ich glaube auch, man hat einen wesentlichen Vorteil an den Märkten, wenn man versucht, etwas dahinter zu schauen. Ne? Und sich fragt, warum ist denn die IVR beispielsweise jetzt gerade hoch oder warum ist sie denn niedrig? Und wenn wir also jetzt demnächst im britischen Pfund, und ihr könnt das gerne mal beobachten, die IVR, ihr seht es ja zum Beispiel jede Woche in unserem Optionsbrief, wenn also da die Volatilität oder die IVR hochgeht, dann muss es eben nicht zwingend was mit steigender Volatilität zu tun haben, sondern eben, weil hier diese Hochpunkte einfach wegfallen. Und so ist es halt mit ganz, ganz vielen Dingen im Trading, ne, dass man das Offensichtliche, was alle sehen, ist meist nicht zu 100% die Wahrheit, sondern es gibt oftmals Dinge, die im Hintergrund passieren. Und da gehört natürlich ein bisschen Gehirnschmalz dazu, dass man mal quasi ein bisschen um die Ecke denkt, aber das sollte dann schon funktionieren. In diesem Sinne, das war's für heute. Eure Fragen, Ideen, Kommentare, schreibt mir die bitte unten rein und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euch alles Gute, viel Erfolg an den Märkten. Tschüss, Servus, macht's gut, bye bye.